Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus Stappenbach in Oberfranken. Wir werden mal noch ein bisschen Hühnerfutter heute holen. Ich fahre mal zum Hubertus raus und hol mir mal so ein bisschen... Oh, der steht verkehrt rum. Hol mir mal so ein bisschen Hühnerfutter, denn die Kleinen haben so ein bisschen Hunger. Ich hoffe mal, dass das Hühnerfutter, was der verkauft, auch tatsächlich für die ist. Weil die sind ein bisschen wählerisch anscheinend, was das Getreide angeht. Wobei ich könnte nochmal... Ich probiere vorher nochmal was anderes aus. Fast schon zu schnell. Der Wagen von Hermann hier ist echt eine Höllenmaschine. So. Nein, Bruno, du bleibst zu Hause. So, ich würde gerne nämlich nochmal kurz ausprobieren. Ich habe hier so viel Weizen an Hühnerfutter. Und ich würde gerne ausprobieren, ob ich die... Weil irgendwie kriege ich es nicht gefüttert. Ich packe das mal in den Anhänger. Also das kann ich gar nicht. Dafür müsste ich den Sack auspacken. Kann ich den irgendwie auspacken? Ich kann doch bestimmt, kann ich? Nein. Nein. Wenn ich den jetzt daneben lege, kann ich den Anhänger... Ja, okay, dann muss ich das so machen. Ist gerne reingekippt, aber in dem Falle geht es dann nicht. So. Ich war auch immer am Überlegen. Wie kommst du her? Ich war auch immer am Überlegen, eine Gitterbox zu kaufen, wo ich die Eier quasi rein... stapeln lassen, weil wir kriegen jetzt hier die Kisten. Und die Kisten sind zwar schön und gut, aber die Kartons sind halt auch ein bisschen der Witterung ausgesetzt und das ist halt so ein bisschen, ja, bisschen grenzwertig. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich die Hühner vielleicht, wo ich mir so ein kleines Kühllager noch auf dem Hof stellen lasse, sodass dass die Eier quasi gelagert werden können. War schon mal eine Überlegung. Aber dann muss ich halt erstmal gucken, ob ich dafür Platz habe und ob sich das überhaupt... Ich meine, lohnen schon. Wir haben 100 Hühner. Lohnen tut sich das auf jeden Fall. So. Sehen wir mal gucken. Weil die Säcke hat er nämlich nicht genommen. Mal gucken, ob er das hier... Heute gibt es übrigens Chicken Nuggets. Falls jemand Hunger hat. Bei unserem Hof gibt es heute Chicken Nuggets. Gut, das nimmt er. Das ist gut. Das war's schon. Karotten brauchen wir. Sojabohnen, Mais, Gerste ist jetzt eine Sache, aber Karotten. Karotten oder Zuckerrüben, aber ich muss mal kurz... Ne? Komm schon. War doch auf der Seite, oder war das? Ne, war auf der anderen Seite, ne? Ja. So. Mal kurz den Rest Weizen hier loswerden. Der Plan sieht nämlich folgendermaßen aus. Ich werde jetzt mal rausfahren zum Hubertus und da mal gucken, ob wir Rüben kaufen können. Mohrrüben. Karotten. Und wenn ja, dann werde ich einen Anhänger voll mitbringen. Ich meine, die kann ich auf dem Hof lagern. Das ist jetzt überhaupt nicht das Problem. Wenn nicht, werde ich bei der Baywar welche bestellen zu morgen. Beziehungsweise wir haben es 7:45, also zu heute Mittag wahrscheinlich irgendwie. Sodass ich die, Hühner komplett versorgt bekomme. Und dann würde ich gerne nach Unterhansbach fahren. Denn ich würde gerne nachgucken, ob die...
die Frau, von der Hubertus uns erzählt hat, ob die tatsächlich noch in Unterhansbach lebt. Ich weiß, wo sie wohnte oder wo sie gewohnt hat, wo sie vielleicht noch wohnt. Ja, die Sophia Müller. Ne, da weiß ich noch, wo die wohnt. Und da muss ich mal gucken, ob sie da noch wohnt. Wenn ja, werde ich sie mal... Ich werde sie jetzt direkt darauf ansprechen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich das Ganze lasse. Ich habe mir noch eine Tasse Kaffee mitgenommen, Entschuldigung. Falls ich euch jetzt hier irgendwie mit Kaffee oder so störe. Ich trinke einen Schluck, dann stelle ich die Tasse wieder unter den Halter. Moment. So. Die Überlegung war ja, sage ich es ihr und riskiere dadurch ein größeres Wissen, gerade auch in Bezug auf ihre Tochter, dass sie das dann weiß, oder sage ich es nicht und riskiere dann vielleicht eine böse Überraschung, wenn es dann doch irgendwie ans Tageslicht kommt. So, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, sie direkt darauf anzusprechen und sie zu fragen, weil wenn sie das dann erst weiß und vorher noch nicht wusste, dann kann ich mich aber viel, viel besser darauf einstellen, zu reagieren und zu handeln und vielleicht alles Weitere vorher noch abzuklären. Ich werde auch, sobald Bernd nachher aufgewacht ist und Hermann wach ist, wir werden jetzt gleich um 8 Uhr aufstehen, da werde ich denen alles das erzählen. Ich werde auch Bernd einweihen. Auch wenn ich nicht ganz so der Freund davon bin, trotzdem werde ich es tun. Ich möchte nicht, dass ich mal nicht da bin. Jemand kommt auf den Hof, Bernd ist gerade da und Bernd kriegt dann zu hören, sag mal, was hat denn dein Bruder da angestellt? Das will ich nicht. Das will ich Bernd nicht antun. Und deswegen werde ich ihn damit einweihen. Da ein bisschen schnell, ne? So. Weizen? Okay, du kannst bei ihm nur Weizen kaufen. Verdammt. Ja gut, nee, das bringt uns noch nichts. Da haben wir ja erst aufgefüllt. Da müsste ich... Obwohl. Pass auf, ich nehme eine Fuhre Weizen mit. Gott, das wird so teuer. Dann habe ich es nämlich schon mal am Hof. Und hab das Ganze da. Ist die Frage, kann ich bei der... Kann ich bei der Agrasius nicht auch Mohrrüben direkt kaufen? Weil ich will halt eigentlich ungern jetzt mit einer... Ich will ungern eine Palette Karotten kaufen. Wobei auf der anderen Seite, dann haben wir sie da. Ja, dann haben wir sie da. Ja, nee, dann haben wir sie da. Das machen wir. Bestelle ich dann gleich von zu Hause, weil... Ne, ihr habt das Tablet nicht im Auto. Bestelle ich eine Palette Mohrrüben. Und dann passt das. Weil unsere Karotten dauern ja noch. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Sommer... Ich muss jetzt gucken, übrigens, dass ich dringend auf die Wiesen nochmal komme mit Gülle. Ja, die Wiesen sind noch feucht. Es soll heute noch ein bisschen hohe Luftfeuchtigkeit sein. Ich würde gerne Gülle ausfahren, dass die Wiesen fertig sind. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, ich brauche so langsam aber sicher das Pflanzenschutzmittel. Weil einige meiner Felder haben ein bisschen Beikraut angesetzt. Das würde ich gerne jetzt noch behandeln, bevor die Pflanzen zu groß sind und ich es nicht mehr spritzen möchte. Da muss ich mich auch noch darum kümmern, dass ich das Bienen-Up 2000 bekomme. Da muss ich gucken. Da muss ich erst nochmal Rücksprache halten. Eigentlich soll es schon geliefert worden sein. Soll wohl jetzt in irgendeiner Form wie in solchen IBC-Tanks geliefert werden. Mal gucken. So. Jetzt ist die Frage, ob ich hier nicht auch
Lose kaufen kann. Egal. Wir bestellen erst eine Palette. Ich telefoniere erstmal durch. Vielleicht kann ich hier auch Lose kaufen. Aber das passt schon. So. Ich werde auch mit Hermanns Auto rüberfahren. Nach Unterhansbach. Erstens mal ist es warm gelaufen. Und zweitens kennt man das nicht unbedingt hier in der Gegend. Ist das schon wieder diese ominöse Stelle? Ja. Ja, jetzt halt doch mal dein Gosch. Und fahr nicht so dicht auf. Was soll denn das? Und ich komme nicht rückwärts, weil der Affe da steht. Geil. Gut. Dann ist die Bürgersteig. Und mir gerade im Stützrad hängen geblieben. Ist natürlich ganz geil. So, also den machen wir auf. Dann haben wir nämlich den Weizen da schon mal drin. Dann ist das nämlich auch schon mal gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich... Nee, Karotten kann ich da, glaube ich, nicht drin lagern, weil es Schüttgut ist. Ich könnte natürlich auch gucken wegen einem Anhänger. Bestell für den Frontlader hier noch eine Schaufel. Und... Na gut, ich habe keine Halle zum Lagern, ne? War ein bisschen blöd. So. Falsche Seite. Ich muss aber die Lagerbox jetzt ändern. So, das war so. Genau. Genau, nicht, dass ich auf einmal noch Getreide ins erste Silo kippe. Kannst ja umschalten bei dem Silo. Das ist quasi ein Silo jetzt Weizen. Dann kann ich ins nächste vielleicht irgendwas anderes reinfüllen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch was... Ja, ich könnte noch einen Schlag Gerste kaufen für die Hühner oder Mais. So, dich lasse ich mal hier stehen. Um dich muss ich mich dann nachkümmern. Beziehungsweise dich können wir ja eh per Hand wegschieben. Das ist ja kein Problem. So. Gut, dann fahren wir durch. Und schauen mal, ob die Frau da ist. Ob sie hier noch wohnt. Ich hoffe... Auf einer Seite hoffe ich, dass sie da ist. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass sie nicht da ist. Wenn ich ehrlich bin. Hab so ein bisschen Muffe. Ja, so ein bisschen Muffe, da jetzt hinzufahren und ihr das zu erzählen. Und sie sagt dann, ach echt? Das muss ich ja gleich mal meiner Tochter erzählen. Aber der Vorteil ist, ich kann Informationen darüber erhalten, wo die Tochter ist, wie die Tochter heißt, weil das wusste Hubertus nicht. Na, er wusste nur von dem Kind, aber nicht, wie das Kind heißt oder wo sie jetzt ist oder was sie macht.
Und der ist natürlich für mich vom Vorteil, wenn ich es weiß. Ja, vielleicht kann man mit ihr ja auch reden. Vielleicht hat man ja mal den Vorteil und kann sich da unterhalten und kriegt da vielleicht noch irgendeinen Dreh raus, was mir sehr zugutekommen würde. Deswegen mache ich ja hier die ganze Fahrerei nur. So, mal gucken, wo war denn das? Ein bisschen weiter rein in Unterhansbach. Ich glaube bei der Schreinerei und dann hinten vor dem Schrottplatz rum. Irgend sowas war das. Eine Einbahnstraße. Ich komme andersrum sowieso nicht rein. Aufpassen, dass ich hier die Leute nicht über den Haufen fahre. So, da ist der Schrott. Da vorne. Nee, sieht bestimmt auch ein bisschen komisch aus, wenn ich hier durchroll. Ah, hier, warte mal. Oh. Stehe ich irgendwie im Weg? Nö. Ah, rein. Landschaftlich hier schönes Haus, ne? Scheint jemand zu Hause zu sein bei zwei Autos. Petersen. Also entweder sie hat geheiratet oder sie wohnt hier nicht mehr. Mal kurz gucken. Hallo? Jemand zu Hause? Ich meine, steht Autos vor der Tür, also. Ne, ich gehe jetzt in den Garten. Ah! Hallo? Ja, ich komme aus Stappenbach. Ich habe mal eine Frage, und zwar die Sophia Meier. Kennen Sie die zufällig? Die hat hier mal gewohnt in dem Haus. Es waren mal zwei Wohnungen. Okay. Mittlerweile nicht mehr. Wissen Sie zufällig, wo die hin ist? Ja. Okay. Richtung Stuttgart. Okay, ja. Ja. Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Wissen Sie das? Wie lange wohnen Sie jetzt hier? Ja. Na, ich habe ein persönliches Anliegen an die Frau. Geht da um einen verstorbenen Mann. Und der hatte mit der Frau zu tun und da würde ich gerne mal mit ihr drüber sprechen. Ja. Okay. Nee, da haben sie mir auf jeden Fall weitergeholfen. Eine Telefonnummer oder? Nee, okay. Wissen Sie, über wen das lief? Okay. Ach ja, über Gruber Immobilien. Ja, die kenne ich. Ja. Ne, dann frage ich da mal nach. Vielleicht wissen die irgendwas. Okay. Ne, jetzt haben sie mir geholfen. Vielen lieben Dank. So. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagt, bis zum nächsten Mal.